Edmund Eddie Erlemann war ein sozial engagierter römisch-katholischer Priester und ehemaliger Münsterpropst. Das ist seine offizielle Funktion. Seine offene Art und dass er ein Herz für jedermann hatte, hat ihm besondere Sympathie in der gesamten Stadt eingebracht. Den Kleinsten hat er schon aus der Bibel vorgelesen. Kein Wunder also, dass viele Mönchengladbacher mit Eddie Erlemann nur Positives verbinden. Eine Person, die sich wirklich für alles eingesetzt hat und sein Wohl an letzter Stelle gestellt hat vor das von anderen. Er hat sich um die gekümmert, um die sich sonst keiner kümmert. Obdachlose, Flüchtlinge, Menschen in Not insgesamt. Ja, als einen liebevollen Menschen, der für alles Verständnis hatte und der einen gut in den Arm nehmen konnte und der einem den Weg zu Gott auch geebnet hat. Wir werden ihn immer in ganz toller Erinnerung behalten. Er war ein klasse Mensch und er reißt eine große Lücke in unser Leben. Im September 2016 wurde dann der Platz vor der Citykirche nach Edmund Erlemann benannt. Die Fläche gehört nicht gerade zu einer der größten in der Stadt. Für viele Bürger hat sie aber einen symbolischen Wert. Da würde man sich wünschen, dass hier mehr los wäre. Die meisten Leute nutzen ihn nur als Durchgang Richtung Münster oder Alter Markt. Nur ein paar parkende Autos stehen hier rum. Wer mag, kann es sich auf diesen Bänken gemütlich machen und eine Pause einlegen. Vor allem an den Wochenenden wird der Durchgang Richtung Gäroweiher von vielen Altstadtbesuchern genutzt. Somit wurde auch hier eines von mehreren in der Stadt installierten mobilen Urinale aufgestellt. Das sorgte bereits für kritische Stimmen, da es der Erinnerung an Edmund Erlemann nicht gerecht werde. Andere sehen es positiver. So würde der Platz immerhin von Wildpinklern geschützt. Sobald es hier dunkel wird, fehlt es jedoch an Beleuchtung. Gerade einmal eine Lampe findet sich hier wieder. Ob das so sicher ist, mitten in der Stadt, da kann sich jeder seine eigene Meinung zu denken. Direkt an dem Platz grenzt das Restaurant St. Veit. Hier kann man bei gutem Wetter auch draußen sitzen. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Alte Markt und die Hindenburgstraße. In puncto Sauberkeit vergeben wir 2 Sterne. Leider existieren auf dem Edmund-Erlemann-Platz keine Mülleimer, weshalb hier ab und zu etwas Abfall rumliegt. In Sachen Erscheinung bekommt der Platz von uns ebenfalls leider nur 2 Sterne. Da die Fläche vor der Citykirche nicht gerade sehr groß ist, fällt sie auch nicht so schnell auf. Im Gegenteil, sie wird eher übersehen. Außerdem gibt es nichts Außergewöhnliches, was den Platz spannend macht. 3 Sterne bekommt der Edmund-Erlemann-Platz für den Aufenthalt. Wer möchte, kann sich auf kleinen Bänken hinsetzen und ausruhen. Diese sind leider auch nicht mehr die neuesten, aber zumindest sind Sitzgelegenheiten vorhanden. Für den Service vergeben wir ebenfalls leider nur 2 Sterne. Direkt am Platz findet man bis auf das Restaurant St. Veit leider keine Möglichkeit, sich mit Speisen und Getränken zu versorgen. Da passt es natürlich gut, dass die Hindenburgstraße und der Alte Markt nicht weit entfernt sind. In puncto Sicherheit bekommt die Fläche vor der Citykirche von uns leider auch nur 2 Sterne. Hier ist es gerade an den Wochenenden sehr voll. Es fehlt an ausreichender Beleuchtung und auch Kameras findet man hier keine. Abschließend steht die Frage im Raum, wie würde Eddie auf die sowohl positiven als auch negativen Stimmen zu seinem Platz reagieren? Womöglich hätte er sich mit ihnen zusammen auf eine der Mauern gesetzt und einfach geredet.